Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Niedersachsen. Ja, auf der Niedersachsen. Chris wollte wahrscheinlich nicht auf der Niedersachsen spielen und hat deswegen das Ende der Welt entdeckt. Aber das jahrelang. Ist ja. Entschuldigung, dass ich da reinquatsche. Nee. Jahrelang erzählen die irgendeinen Quatsch von die Erde ist rund. Stimmt doch gar nicht. Das ist richtig. Also zumindest nicht hier. Hier gibt es tatsächlich ein Ende. Ich begrüße aber erstmal die Senioren Marc, Sascha, Willi, Chris und Sven. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Oh, Chris, also ich weiß ja nicht, ich weiß, dass nicht jeder die orangen Traktoren mag, aber dass man sich direkt in den Abgrund stürzen muss mit dem Ding, so hart ist doch auch nicht, oder? Ja, man muss sich mal zwischendurch mal ein bisschen hängen lassen bei der Arbeit. Genau. Einfach mal die Füße baumeln lassen. Du hingst auch hier nur noch wirklich an dem Baum. Ohne den Baum wärst du weg gewesen. Ja, da hat der Mapper vorgesorgt. Ich würde sagen, da, also ich würde dem... Fangbäume. Ja, dem, ja, Fangbäume ist auch schön. Ach doch, wie war, du hattest wieder VCA an und hast den mal laufen lassen, ne? Ne, hier hoch. Beim Handy. Ja? Ja, mit dem Handy rumgespielt, das ist auch so. Don't text and drive. Ja, genau so ist es. Vielen Dank, wer mich jetzt auch immer hochgehoben hat. Ich glaube, Sascha hat dich rausgehoben. Vielen Dank dafür. Oh, wir rennen ein bisschen über das Sorghumfeld und wir sind immer noch in der Sorghumernte. Schauen wir, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Aber das mussten wir uns natürlich mal eben angucken, das Desaster. Jetzt habe ich kein Foto gemacht davon. Könntest du bitte nochmal runterfahren? Das kriegen wir hin. Foto ist schon im Discord. Sehr gut, sehr gut. Dann nehme ich das als Thumbnail für die Zuschauer. Unser Hofsilo ist voll. Wo soll ich denn dann mit dem Hafer hin? Verkauf. Euer Hofsilo ist voll? Wie viel Milliarden habt ihr denn im Silo drin? Da gehen ja leider keine Milliarden rein. Was ins in die Getreidemühle? Ist alles Mögliche drin, deswegen wahrscheinlich wird ja alles zusammengezählt. Also Sascha, du bist so schnell hinterher, da komme ich, also trotz der kleinen Sämaschine komme ich kaum dagegen an. Also eigentlich gar nicht, ne? Wie viel hast du denn noch drin, Willi? Ah, fast doppelt so schnell, ne? Ja, stimmt. 4.148, aber es kommt ja noch der ganze Acker quasi. Ja, dann fahren erst wieder zum Feld, machen eine voll und dann bringe ich eine zur Getreidemühle hoch. Oder ich fahre zum Feld, kannst du weiter. Ja, gut, ich schicke ihn einfach mit AD wieder zum Feld. Ja. Liebe Zuschauer, ich habe eine Aufgabe für euch. Wir haben überlegt, was für eine Challenge, na, jetzt ich bin im Challenge-Modus, was man noch machen könnte. Natürlich nicht Gras. Gras ist so deutlich und deklassierend gewesen. Das klingt hochnäsig, weiß ich. Aber nach so einem Ergebnis brauchen wir Gras nicht nochmal machen. Aber was anderes, was auch variabel ist, ne? Also wir haben ja jetzt bei Gras haben wir natürlich, also Silage haben natürlich eine Menge grüner Technik, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, eine Menge Fahrzeuge. Man könnte auch nochmal eine Challenge mit einem anderen Set machen, ohne Frage. Aber also eine Dresch-Challenge zum Beispiel, ich glaube, das bringt gar nichts. Was würde man da machen? Da müsste man zwischendurch ja ansehen. Muss man überlegen, ob man da irgendwas finden kann. Also Holz vielleicht schon eher. Was würde uns denn noch einfallen? Aber es gibt, glaube ich, nichts, was so umfangreich ist, oder? Wie Silage, wie du da rankommen kannst mit dem Standard-Set im... Wird schon schwer, ne? Wir haben gestern noch gesagt, eigentlich steht ja noch die Logistik-Challenge aus, ne? Das stimmt. Das wäre wirklich nochmal eine coole Idee. Also mit Gabelstapler beladen und so ein Kram. Das Ding ist, ich habe ja schon einen Containerlader, aber den darf ich halt noch nicht rausgeben. Für einen 22er.
ist ja noch geheim. Also nee, geheim ist er nicht. Ich habe ihn ja schon auf Hofirschfeld benutzt, aber privat ist er noch. Ah, das wäre schon auch nochmal was, ne? Den Logistikkönig zu finden. Ich glaube, das würde auch nicht so deutlich gehen, weil das mit dem Garbage-Stapler fahren, das macht der Werner schon klasse. Was haben wir gestern überlegt? Was war das? Eine 64-Fachkarte, ein Drehschimmel rückwärts umrunden? Das wäre wieder was, was wahrscheinlich der Ansgar auch gut drauf hätte, oder? Nicht der Ansgar, der Felix. Das wahrscheinlich schon, ne? Das wird aber wahrscheinlich 4 Stunden nicht ausreichen. Ah, oh, vertu dir aber nicht, wenn du einmal dran bist. Also ich weiß, wie rückwärts fahre. Ich glaube, ich würde eher 4 Tage brauchen. Im Drehschemel rückwärts gibt es keinen, wenn man einmal dran ist. Einmal gezockt, das steht da quer. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, da musst du auch ein bisschen Glück haben, ne? Also, was so, ja, du musst einmal den richtigen Winkel haben, um da wirklich schnell rückwärts fahren zu können. Das Problem ist, beim Drehschimmelfahren, wenn du es wirklich machen möchtest, richtig, dann musst du gucken, dass du eigentlich langsam fährst, damit du die Deichsel immer im Auge hast, wo die sich gerade hinwendet. Ja. Wenn die Wild West baugleich ist, zum 19er, da hatte die ja so eine Autobahn im Kreis. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, das könnte schon auch sehr langweilig werden auf Dauer, oder? Weiß ich nicht. Ich muss ja sagen, ich finde solche Challenges, die über lange Zeit gehen, sogar noch ein bisschen cooler, weil dann du dann, wenn du mal einen kleinen Fehler zwischendurch gemacht hast, dann zagelst du dir halt nicht direkt das komplette Ergebnis, ne? Das kannst du wieder rausarbeiten. Weil ganz ehrlich, auf 4 Stunden ist niemand zu 100% durch. Bei mir wäre ja auch mehr gegangen. So ein paar Stellen hatte ich schon Schnitzer drin und habe überlegt, so hättest du das noch besser machen können. Ja, schon spannend. Also vielleicht haben die Zuschauer ja eine Idee, was man da noch so machen könnte. Schauen wir mal. So, wir müssen aber hier gleich noch wir müssen noch ein bisschen mehr ernten. Dieses Feld 16 zieht sich schon hart, ne? Wenn du mit 10 km/h hier mit dem Drescher rüberfährst, wir brauchen auf jeden Fall nochmal. Wir müssen ja irgendwann doch nochmal 2. Drescher kaufen. Obwohl, ja, gerade haben wir nicht so viele Leute, die dann auch bedienen könnten, ne? Ja, aber wenn ich jetzt so denke, welche Felder demnächst fertig werden. Und da brauchen wir auch einen Drescher. Da sollten wir wirklich dann nochmal einen 2. Drescher kaufen, das denke ich auch, ja. Das sollten wir uns dann schon gönnen. Ach so, ich habe gestern ja auch Geld ausgegeben. Bitte? Ja, du warst nicht da und... Es war ganz allein seine Idee. Ich habe mir so gedacht, diese 12 Meter Kieze ist irgendwie ein bisschen schmal. Ja, ich. Hast du die gegen 18 Meter ausgetauscht? Ja, aber warte, wir haben doch auch eine. 18 Meter haben wir doch auch noch. Ja, aber wenn du 20 Hektar Baumwolle ansehen willst. Habt ihr zwei. Seid ihr mit 2 daran gefahren? Ja, nicht mit einer großen, einer kleinen, sondern mit 2 großen. Was sie ausgetauscht? Oh, das wird Marco nicht gut finden. Der mag nämlich die kleinere lieber, weil die wendiger ist. Die große kriegst du ja schwer irgendwie um die Ecke gewendet. Boah. Das ging aber ziemlich gut. Mit jeder 2. Bahn war das kein Problem. Nee, das ist nicht das Problem. Er meinte, dass wenn du die auf der Straße irgendwo lang fährst, da ist die ja doch so, sehr starr. Ja. Ja, gehen tut das schon. Da ist die andere aber auch nicht schön. Gehen tut das alles. Oh nein, ich bin voll. Den jetzt selber holen. Meinst du, ne? Ich fahr da halt. Ich bin schon drin im Wagen. 3% hast du noch. Oh, das wird knapp. Ja, das schaffe ich nicht. 1. Und... Patz. Der knallt die Bremse eingesetzt, der Drescher. Wie voll ist denn der Anhänger? Faltet euch ab.
Wolltest du ein Stück rückwärts mitfahren? Okay, machen. Falsche Richtung. Nee, lass mal. Der sagt er so, kann ich machen. Ja, ich hab verkehrt rumgeguckt. Das ist so, weil du hast ja auch in die falsche Richtung gesessen. Aber ich glaube, du bist jetzt auch voll, ne? Jetzt bin ich voll, ja. So, dann sind wir wieder. Guck mal gerade so auf die Karte. Da ist ja noch ein bisschen, was wir kaufen könnten, ne? 53, 59. Und man kann es halt nicht bewirtschaften. Also man sieht es eigentlich auch. Gut, jetzt sind wir im Moment auch nicht so ganz viele der Senioren, aber wenn du keine Helfer auf dem Feld benutzt, kannst du das nicht. Selbst mit 16 Leuten ständig kannst du so eine Karte nicht bewirtschaften, oder? Wahrscheinlich nicht. Also wenn du dauerhaft auf 0,5 stellst, schon. Ja gut, wir spulen jetzt immer einen Tag vor, wenn wir gespielt haben. Das musst du ja nicht zwingend machen. Aber wie viele Monate haben wir denn bisher gespielt? Das sind ja auch noch nicht so viele hier, oder? Also von daher... Das sind schon ein paar Wochen gewesen. Weißt du, im LS19 gab es einige Leute, die große Karten komplett alleine bewirtschaftet haben und nicht einen Helfer drauf angestellt haben. Das ist ja eine Lebensaufgabe. Du sprichst jetzt in der Vergangenheit, im LS19 gab es Spieler, weil die sind dabei dann gestorben. Nee. Ich weiß aus den Zeiten, wo ich LS19 gespielt habe, deswegen habe ich in der Vergangenheitsform geredet. Es gibt ja sicher, also es gibt ja noch viele LS19-Spieler auch aktuell. Ne? Ich sehe unter meinen LS19-Videos immer noch Beiträge, auch für Mods, die es jetzt nicht mehr zum Download gibt. Ich weiß, der Andreas von Hot, der hat irgendwann die ganzen 19er-Downloads ja fast alle getiltet. Und da gibt es immer noch Leute, die danach fragen, warum ist der Mod nicht mehr verfügbar? Du, auch bei uns im Discord hier und da dann. Fragen die was und du machst und tust und denkst ja, ne? Sieht das doch merkwürdig aus. Und irgendwann stellt sich dann raus, ach ja, hätte ich sagen sollen, dass ich FS19 spiele. Ah ja. Ja. Ja, der hat, es gibt tatsächlich noch einige Leute, die den 19er spielen aus Performance-Gründen. Ja, letztens sogar mal einen, war das Twitch oder YouTube, da war sogar noch einer im Livestream auf dem 17er unterwegs. Okay. Ich habe wirklich gedacht, aus Performance-Gründen, gerade müsste der 19er, der 22er doch, der hat doch eigentlich sogar einiges an Gewinn gehabt, oder? Aber es gibt Leute, die sagen, dass der 22er nicht mehr läuft, aber das kann natürlich an dieser na, was war es hier, diese DirectX-Unterstützung liegen, ne? Was war das jetzt, wo dann Windows mindestens... DirectX 12 und so. Und ja. Am Anfang hatten sie auch beim LS Probleme mit ihrem DLSS und was da alle gehabt, da diese Grafiktreiber-Sonderspezialitäten-Teile da. Ja. Also grundsätzlich finde ich schon, dass der LS an Performance gewonnen hat. Also ich muss sagen, eins hat mich echt gewundert. Es hat einmal einen Schub gegeben, also vom 19er zum 22er fand ich, läuft es glatter. Mhm. Und was ich sagen musste, war ich angenehm überrascht von Windows 10 auf 11. Und das alles auf einer 8 Jahre alten Möhre, ne? Ja. Windows 11 hat tatsächlich auch, ist bei mir auch, ich habe nicht ein Problem damit gehabt. Das lief einfach, ich habe es abgedatet und die ganzen Sachen installiert, ein paar Treiber natürlich nachinstalliert, aber ansonsten lief das alles wirklich flüssig. Da gab es wenig zu meckern.
Sascha, wenn wir das Feld hier fertig haben, dann machen wir erstmal das Baumwollfeld fertig, ja? Ja. Wollen wir denn nachher eigentlich mit unseren Gigatonnen an Stroh hier machen? Offen. Haben wir gestern auch schon. Das ist ja gepresst, haben wir gleich verkauft. Gleich gegenüber am AKW. Lohnt denn der Arbeitsgang Pressen noch zwischendurch oder wird man es da als lose Ware nicht los mit dem Ladewagen? Ist wahrscheinlich schon los mit der Presse, fährst du halt weniger, ne? Hin und her. Wenn du 1,80er Ballen presst, geht's eigentlich relativ schnell, würde ich sagen. Stimmt, ihr habt das ja direkt auch da in der Ecke, ne? Aber ich glaube, da kannst du auch mit dem Ladewagen fahren. Das ist ja nur wirklich direkt nebenan. Wäre ein Test wert, ob das mit der Presse dann doch schneller geht. Habt ihr, aber ihr habt eine die Rundballenpresse ist auch egal, die presst ja trotzdem auch durch. Bei Stroh. Ja, Mario ist noch im Challenge-Modus. Ja, in der Tat. Soll mal Andreas nochmal anfragen, ob er dir noch einen Stoppuhr-Mod für ein LS baut? Ja, genau. Das war ein cooler Abend, wo wir die Sachen alle durchgetestet haben. Das hat auch mal Spaß gemacht. Aber die Zeit ist ziemlich schnell vergangen dabei. Das war auch so ein Ding, ne? Wir haben da ja wirklich auch über 4 Stunden getestet. Das war, haben da auch etwas später angefangen und es ging ja trotzdem in einer Tour weg. Damit haben wir dann endlich mal wirklich vor Augen geführt bekommen, was LS denn für eine Zeitvernichtungsmaschine ist. Ja. Also wenn wir es bis dato nicht wussten, dann aber ab dem Zeitpunkt, ja. Weil man denkt sich mal eben schnell mit dem Mähwerk übers Feld. Und dann, wenn man dann wirklich mal auf die Uhr guckt, dann dauert so ein Popelfeld 45 Minuten. Ne? Ja, nicht so. Da war ich auch etwas schockiert, dass das alles so spät dann war. Sascha, ich fahre den jetzt eben einmal selber ab, dann kannst du weiterfahren. Naja, der muss sowieso da aus der Spur raus. Ja, den fahre ich jetzt aber auch sowieso weg. Okay. Bin bei 97%. Bis du da bist, habe ich den rausgefahren. Aber habe ich ihn diesmal gar nicht so schlecht von der Position her? Ne, steht ziemlich gut. Ich fahre den auch direkt mal eben nach unten. Und da werde ich dann ja gleich zum letzten Mal abtanken. Dieses Feld zumindest. Du brauchst ja theoretisch nicht abtanken, ne? Doch, da unten ist da noch ein Feld, Sorghum. Ja. Was meinst du, ich brauche nicht abtanken? Ja, zum nächsten Feld hin brauchst du ja nicht nochmal. Außer das Ding ist schon wieder voll. Nee, ich tanke nur beim Drescher ab. Das meinte ich zum Abtanken vom Drescher gleich. Ach so, du meinst beim Übersetzen? Nee, das stimmt, das bräuchte ich nicht. Stimmt, aber. Mach den trotzdem hier nach unten. Da ist er ja auf jeden Fall richtig. Okay. Aber ja, dann kaufen wir wirklich noch einen zweiten Drescher für die nächsten Wochen. Ja, aber sowas wirklich Sinnvolles, um das Geld auszugeben, haben wir auch gerade gar nicht mehr, ne? Nicht wirklich. Stehen wir jetzt. Feldübergang. Ach, doch noch ein bisschen Landscaping. Ja, das Problem ist ja, kann ich ja nicht. Also ich kann zum Beispiel kein Land anheben hier. Geht nicht mehr.
weil irgendwie irgendwann war das ja weg. Oder vielleicht ging es auch nie hier auf der Karte, das weiß ich nicht genau. Man kann nur Land senken. Hast du das schon mal gehört? Mal in die Moddesk gucken, vielleicht steht da ja drin, die Karte ist hier schwellsafe. Ja. Förster Secure. Ein Hirschfeld darf da rein. Ja, möglich. Liebe Zuschauer, aber für heute soll es das gewesen sein. Beim nächsten Mal werden wir nochmal mit den großen Geräten über das Feld fahren und dann ist ja auch bald wieder Stream. Ich weiß, der letzte Stream ist ausgefallen. Da habe ich ein wenig gekränkelt, wer es nicht mitbekommen hat. Das kommt einfach jetzt zu der Jahreszeit. Kann das vorkommen? Und da muss man sich auch mal schonen, ne? Das ist so. Aber der nächste Stream am nächsten Dienstag wird auf jeden Fall wieder ein Stream da sein. Ich würde sagen, jetzt sagen wir nochmal Tschüss für heute. Tschüss. 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 Tschüss für heute. Und euch, liebe Zuschauer, noch einen schönen Sonntag. Genießt die Zeit und dann sehen wir uns womöglich am Dienstag wieder. Bis dahin, alles Gute, bye bye und ade.